Shalamont, herzlich willkommen zurück zu Goodbye Deponia. Und so. Und? Haben Sie schon etwas gefunden? Ich guck noch rum. Ich würde gerne ein bisschen mehr gucken. Ich bitte Sie. Sehe ich etwa aus wie ein Pfandleiher? Nope. Ich bitte Sie. Sehe ich etwa aus wie ein Pfandleiher? Nope. Samtig. Das schmeichelt dem Hals. Ja, auf jeden Fall. Ich würde gerne mal vor allem 2, 3, 5 von diesen Probeexemplaren mitnehmen. Schick, die würden Goll bestimmt auch gut stehen. Ich bin mir nicht so 100% sicher. Moostherapeutische Stricke, die günstige Alternative. Jo. Kann ja mal zum Rebellenlager zurückschauen. Gucken, ob wir jetzt reinkommen. Und so. Du Lofe! Schneller! Huhu! Aufmachen! Ja? Das war jetzt lustig genug, Liebold. Lass mich rein. Hast du schon jemanden, der für dich birgt? Nein, aber... Dann kann ich dich auch nicht reinlassen. Entschuldigung. Möglicherweise, Rufus. Unerhört. Und woher kennt er meinen Spitznamen bei der Strahlenschutzbehörde? Fragen über Fragen. Aber hier gibt's ja auch nicht wirklich mehr außer Sergeant Bambi und Private Lottie. Lottie. Und wo kriegen wir jetzt eine Aushilfe her für die Teigtaschenfrau? Vielleicht kann ich ja doch noch mal mit der Familie Bozo reden. Was treibst du da eigentlich? Ach, nur ein bisschen abhängen! Okay. Hör mal, Junge, wenn du zum Tratschen gekommen bist, wende dich an Mama Bozo. Okay. Du, Mama Bozo? Was ist denn, mein Junge? Wir reden später weiter. Fühl dich wie zu Hause. Ich suche derweil schon mal Fotos von Bozos Ballettunterricht raus. Das ist immer eine gute Idee. Oh yeah. Hallo, Bozo. Los, hoch mit dir. Du musst für mich bürgen, damit ich zum neuen General des Widerstands vorgelassen werde. Geh weg. Aber... Lass mich, mag nicht. Hier könnten wir ihm ja das geschwärzte Papa zeigen. Hey, Bozo, was erkennst du auf diesem Bild hier? Das ist nur ein Fleck. Quatsch, das ist... Du hast recht. Das ist wirklich nur ein Fleck. Verdammt, wie sahen noch gleich die Karten des Therapeuten aus? Ein bisschen anders. Würde ich Irko heißen, könnte ich jetzt meine Initialen überall hinstempeln. So, oh yeah. Orin Erge. Was soll denn das für eine Heldentat sein? Es gäbe ja nicht einmal Explosionen. Rufus, Räuber, Schlotterfuß. Nimmt es den Armen. Gibt es den Reichen. Nee, da fällt mir was Besseres ein. Ich könnte ja... Alte Leute aus brennenden Häusern zu retten, wäre schon sehr heldenhaft. Aber irgendwie gefällt es mir hier. Ja, glaube ich auch. Einem Briefträger aus der Klemme helfen? Damit komme ich ja nicht mal in den Anzeigenteil. Nur weil es ein großes Opfer wäre, macht es das nicht automatisch zur Heldentat. Okay. Ansonsten ist ja, glaube ich, hier nichts... Durch die alten Leute. Diese Gruftis bekommen gar nichts von mir. Laut Generationenvertrag schulden sie mir noch eine abgeschlossene Ausbildung, Querflötenunterricht und einen sauberen Planeten. Ich nehme stattdessen aber auch gerne den Sportwagen. Sportwagen! Ich kann meine Sachen immer noch trocknen, wenn mein Weltrettungsplan ins Wasser gefallen ist. Ah, da ist was dran. Ich kann meine Sachen... Den Potter können wir ja nichts mehr mitmachen.
Ich kann später noch entscheiden, was ich mit nach Elysium nehme. Ah, ein Seitenschneider wäre nicht übel. Ja, durchaus. Oh, guck mal, ein... Naja, ziemlich hässliches Schnabeltier. Vielleicht... Und ich würde den Schrammbeinzucker gerne mal mitnehmen. Diese Schmach werde ich garantiert nicht noch einmal über mich ergehen lassen. Schlimm genug, dass ich damals den Kindergarten wiederholen musste. Ja, das kann nicht jeder von sich behaupten. Quatsch noch mal mit der Teigtaschenfrau. Hallo, hallo. Ach komm schon, mach mir ein paar Teigtaschen, hm? Nicht ohne Aushilfe. Hast du inzwischen eine männliche Aushilfe gefunden? Ja, aber ich habe ihn schon aufgegessen. Das ist ein Witz, oder? Wenn man es erklären muss, ist es auch kein Witz mehr. Das stimmt allerdings. Für mich erstmal gar nichts. Gute Wahl. Davon gibt's hier reichlich. Gut zu wissen. Ich brauche dafür auch erstmal die 5 Slotty aus der... Ich wollte gerade Kolonisation sagen. Aus der Kanalisation meine ich. Ich sehe 2 potenzielle Frauen in Not. Aber ich sehe keine Not. Nur nutzen sie mir gar nichts. Ja. Warte mal. Ich glaube, das Schild gebe ich Rufus zurück. Damit Rufus... es den beiden geben kann. Was hast du da? Ich habe ein willkürlich aus meinem Inventar ausgewähltes Objekt. Dann interessiert das mich nicht. Wir haben gerade eine wichtige Mission zu erfüllen. Rumsitzen? Was hat sie eigentlich in der Hand? Ist das... Sie ist tätowiert. Ich weiß es nicht. Haben wir hier vielleicht noch irgendwo was Schönes? Babyphone und Hingabe, der Brief, der Flyer. Was für eine jämmerliche Konstruktion. Der Konstrukteur hat offenbar keine Ahnung, wie man einen ordentlichen Papierflieger faltet. Das warst du doch selber. Der Brief ist an Bosos Mama adressiert. Mein Liebst, ich will Himmel, was für das gibt. Ab. Na, der dient genauer. Sorry, falls ich jetzt nochmal durchklicke. Liebe dein Papa Boso, PS. Ich glaube, dass er zumindest habe ich Unterwäsche mit seinem. Ja, habe ich das eigentlich schon Mama Boso gezeigt? Ah, die Musik in dem Screen ist geil. Okay. Ach ja, Laufwege verkürzen wäre noch so eine Option. Vielleicht braucht Boso einfach einen richtigen Job. Das habe ich ihm schon 1000-mal gesagt. Aber er wollte ja unbedingt Frachterkapitän werden. Er hätte Feuerwehrmann oder Ninja werden können. Oder... Briefträger? Schnauze da hinten! Ich meinte eher so etwas wie... Pirat? Ganz genau! Ja, wäre eine Möglichkeit gewesen. Dann wäre Boso der alte Pirat auch ein echter alter Pirat. Oh yeah. Post für Witwe Boso. Hier wohnt keine Witwe Boso. Was wollen wir wetten? Hey, wo bleibt der Applaus? Das war ein Brüller. Ja. Was steht in dem... Sag ich nicht. Ich will das Gelächter zurück. Was hast du denn da? Das habe ich ihm schon 1000-mal gesagt. Aber er wollte ja unbedingt Frachterkapitän werden. Er hätte Feuerwehr oder... Briefträger. Schnauze da hinten. Ich glaube, das stimmt gerade. Und wollte er... Ganz genau. Ich glaube, stimmt auch was mit der Sprachaufnahme nicht ganz. Hier. Momentan ist er nur sehr eingeschränkt arbeitsfähig. Er hockt nur da, glotzt in die Luft... und murmelt unverständliches Zeug. Er könnte noch Spieleautor werden. Mindestens. Vielleicht der Brief. Hey, Boso, hier ist ein Brief von deinem Vater. Was? Das heißt, warte mal, mochtest du deinen Vater? Aber ja. Nee, dann glaube ich nicht, dass dich das aufmuntern würde. Hey, Boso, sag mal Irk. Nah dran. Sehr nah dran. Es geht aber noch schöner.
Der Held entleert sein Inventurbel. Schockschwere Not, es fehlt die Kurbel. Oh yeah. Ich krieg kein Freizeichen. Das muss an diesem Missing Link zwischen Mensch und Affe liegen. Ach, warte mal, vielleicht können wir ja die Antenne, nämlich ja, in die Steckdosen stecken und so. Ja. Kein Strom, aber die Gabel passt schon mal perfekt in die Dose. Leider bleibt sie nicht stecken, sonst könnte ich so die Sicherung rausspringen lassen. Kriegen wir das denn hin, das? Ach, damit komme ich nicht in die Buchse. Ich bräuchte etwas Dünnes, Längliches. Vorzugsweise mit zwei Zinken. Sowas wie ein Stecker. Ja, das ist die Idee. Strom läuft. Antennengabel in der Hand und... Aber... Hä? Was soll denn das? Warum ist die Sicherung nicht rausgeflogen? Nur der Strom ist ausgegangen. Die scheint irgendwie festgerostet zu sein. Wenn ich doch nur gleichzeitig oben den Hebel runterdrücken könnte, dann würde sie bestimmt eher nachgeben. Ich habe so das Gefühl... Damit kriege ich die Dinger sind so gebaut, dass sie nur bei Strom... Huhu, bitte kommen. Nichts. Auf dieser Frequenz funkt wohl gerade niemand. Okay. Na, was sagt der Mensch dazu? Wenn das nicht der ideale Platz für ein gemütliches Nachtlager ist, dann weiß ich auch nicht. Sind Sie sicher? Na klar. Es ist windgeschützt, überdacht. Es bietet Sitzgelegenheiten. Was will man mehr? Nun ja, es wirkt irgendwie bedrohlich. Ich hab Angst. Du sagst es, Gretchen. Wer garantiert uns, dass da keine gefährlichen Monster im Dunkeln lauern? Monster? Na, ihr seid ja vielleicht Idioten. Sowas wie Monster gibt es doch gar nicht. Außer natürlich diesem Rieseninsekt, das mich vorhin fast umgebracht hätte. Oh, ihr hättet mal seine Zähne sehen sollen. Die Greifwerkzeuge und die langen Beine. Oh Gott, ich könnte mir jetzt noch in die Hose scheißen, wenn ich nur dran denke. Aber das war ja dort drüben. Irgendwo auf der anderen Seite dieser dunklen, weit auseinanderstehenden Rohre da. Was wollte ich doch gleich? Die wollten uns erklären, warum das hier ein geeignetes Nachtlager ist. Ah, ja, das Nachtlager. Ja, also, das... Ist doch super, oder? Aber es ist dunkel und kalt. Boah, ey. Meckerkatze24.de Ein Hinweis. Nachtlager finden. Was gegen Kälte und Dunkelheit finden. Da sind überall diese hässlichen kleinen Hinweise. Und ihr wisst, dass ich nicht mit hässlichen kleinen Hinweisen spiele, im Normalfall. Eigentlich. Wirklich auf die hässlichen kleinen Hinweise erst drauf, wenn ich es eigentlich schon geschafft habe. Okay. Ich muss hier irgendwie reinkommen. Und dafür brauche ich ein Terminal. Nein, ein Irk. Um die medizinischen Dingsbums-Blarkeks. Aber wie kriege ich das Irk hierher? Wie kriege ich das Irk hierher? Rohrpostschacht. Ich habe Rohrpostleitungen immer geliebt. Auch wenn sie sich nicht zum Verschicken von größeren Mengen Hefeteig eignen. Schade eigentlich. Okay. Hier ist ja die... Runter in die Kanalisation, aber das habe ich ja schon gehabt. Da habe ich ja den Schnuller runterfallen lassen. Die Mooks. Mal gucken, was die Mooks noch irgendwas zu sagen haben. Hallo nochmal. Hui, guck mal, Mook. Unser Freund der Landstreicher ist wieder da. Ich bin noch kein Landstreicher. Ach, vergesst es einfach. Das wird ja selbst mir zu blöd. Ich gehe. Feuerwehr. Okay, einmal noch. Es brennt, es brennt. Oh, ich komme. Tatü, tata. Hui,
Ui, guck mal, Mook. Baby Bozo spielt mit der Feuerwehruniform von seinem Cousin David. Unsinn, Frau. Das ist doch nur wieder dieser Landstreicher. Meinst ich bin kein Landstreicher. Na, dann bekommt er auch keinen Koffeinlutscher. Vielleicht? Ich kann meine Sachen immer noch trocknen, wenn mein Weltrettungsplan ins Wasser gefallen ist. Definitiv. Meint das Ninja-Outfit? Ninja-Dress. Okay, einmal. Ja! Hm? Ui, guck mal, Mook. Baby Bozo spielt mit dem Ninja-Dress von seinem Cousin Alec. Unsinn, Frau. Das ist doch nur wieder dieser Landstreicher. Meinst ich bin du? Kein Landstreicher. Oder bekommt er auch keinen Koffeinlutscher? Vielleicht will ich ja der ganzen blöden Koffeinlutscher gar nicht. Das ist jetzt wieder so ein Moment, wo ich mir denke, ja. Strickladen wollte ich. What the fuck are we doing? Er scheint mir sehr zufrieden mit seiner Arbeit zu sein. Er hat schon einen Job. Leuten beim Rumjammern zuhören, das kann ich auch. Zum Beispiel, diesen großen Typen mit dem Bart. Wie heißt er noch? Bozo? Yay. Er hat schon einen Job. Er ist mein Biograf. Habe ich ihm das überhaupt schon gesagt? Egal, er kann es ja nachlesen. Ja. Er sieht grimmig aus. Besser, ich störe ihn nicht. Vielleicht den Brief? Dies hier ist ein Schrieb von den heiligen drei Bären. Mama Bär, Papa Bär und Ninja Dress Bär. Was schreiben sie? Sie schreiben... Sei nicht so neugierig, du Pflaume. Ah, ist das schön. Brauchst du das wirklich? Ich bekomme noch Ärger mit dem Schiff. Ich wäre bereit, das für die gute Sache in Kauf zu nehmen. Wow, Rufus, du bist wirklich der Beste. Oh ja. Das Diesen Buchstaben hier stahl ich aus dem Bleisatz der Götter. Hast du ihn nicht gerade eben dort aus dem Kasten geholt? Himmel, Barry, wie willst du denn jemals einen Artikel über meine Heldentaten verfassen, wenn du nie richtig aufpasst? Ich mal. Entschuldige, Rufus. Anfänger. Er muss nicht gerettet werden. Er kennt einen Ausweg aus jeder Notlage. Das stimmt allerdings. Weiß nicht warum, aber ich gebe einfach mal alle meine Sachen. So, da ist immer wieder hier. Kriegen wir denn die alte zum Lachen? Fantexa. Ich hätte da eine einmalige Investitionsmöglichkeit für jemanden, der zufällig gerade 5 Slotty übrig hat. Wozu denn investieren? Ja, wegen der Wertsteigerung und so. Wertsteigerung? Es gibt doch nur diese 5 Slotty und die gehören mir bereits. Ach ja. Zur Arbeit? Haben Sie nie daran gedacht, sich mal einen richtigen Job zu suchen? Wieso? Was arbeitest du denn? Ich bin Erfinder. Erfinder von Ausreden vielleicht. Der Beste im Südostquadranten. Oh yeah. Was sehen Sie auf diesem Bild hier? Keine Ahnung. Ich habe meine Lesebrille gegessen. Gegessen? Ja, verflucht seist du. Weitsichtigkeit. Ich hätte da eine Ein... Wozu? Ja, wegen dem Wert. Es gibt und die... Ach ja. Ich hätte da ein... Wozu ihr wisst, und die gehören mir. Ach ja. Das klappt auch nicht so ganz. Vielleicht dem Schild die Kinder einen runterhauen? Loli. Geht gerade gar nicht.
Kann ich vielleicht... Ich habe mal in der Zeitung gelesen, dass Pilze gefährlich sein können. Aber man soll nicht alles glauben, was in der Zeitung steht. Ich mach. Aua! Wo war denn der Sprühpilz? War das der hier? Warte. Ich habe mal... Aber man soll nicht... Ja. Aua. Oh, das hat es, glaube ich, nicht viel gebracht. Schade eigentlich. Auf zum aussätzigen Dorf. Na los, ihr kennt das Spiel. Husch! Ich habe hier einen Brief für euch. Das wird ihr jämmerliches Siechtum am Rande des Sozial... Sehr gerne. Ich kenne jemanden bei der Zeitung. Da könnten wir einen Spendenaufruf für euch einsetzen. Spenden? Du tust ja gerade so, als wären wir soziale Notfälle. Sprich es doch ruhig aus. Ihr seid Penner. Ja, ist so. Ein Irk. Ich kenne jemanden bei der Zeitung. Da könnten wir einen Spenden. Du tust ja. Sprich, ihr seid. Bisschen ratlos gerade.